Hallo und herzlich willkommen zu Handyman Corporation, einem, ja, Hausmeister-Simulator könnte man es nennen, der seit kurzem auf Steam verfügbar ist. Ich habe heute mir vorgenommen, das Ganze mit euch ein wenig anzuschauen und habe dazu diesmal meine Streamaufnahme eingebunden, um das Ganze möglichst anhand der ersten Spielerfahrung sozusagen wiedergeben zu können. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnement des Kanals, falls noch nicht geschehen, ist immer gern gesehen. Ansonsten ganz viel Spaß und let's go. Das Ganze nennt sich Handyman Corporation. Nein, wir verkaufen keine Smartphones, sondern wir sind dafür da, um alles wieder in Ordnung zu bringen, was irgendwie kaputt gegangen ist. Ne? Handyman ist so ein bisschen, weiß nicht, wie hat sie es beschrieben, so ein bisschen Hausmeister-Simulator, könnte man sagen. Ich weiß noch nicht genau, ob das 1:1 genau der Tatsache entspricht, aber es hört sich auf jeden Fall verlässlich an. Herzlich willkommen! Hallo! Willkommen bei der Handyman, nicht Candyman, Handyman Corporation. Wir machen hier keine Süßigkeiten. Hier wirst du lernen, der beste Handwerker der Stadt zu werden. Okay. Fangen wir mit einem lustigen Tutorial an. Yay! Das hört sich super an. In diesem Tutorial lernst du, wie du deine Fähigkeiten ausbauen und der beste Handwerker werden kannst. Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du oben rechts auf die Taste X drückst oder über das Pausenmenü. Bewegung und Interaktion. Benutze die WASD-Tasten, um dich vorwärts, links, zurück und rechts zu bewegen. Benutze die linke Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Probiere es aus. Finde den Laptop und interagiere mit ihm. Wow. Das funktioniert ja wirklich mit dem Hin- und Herlaufen. Hört ihr das? Clear, clear, clear. Das klingt, als hätten wir, kennt ihr diese Cowboy-Stiefel mit den Sporen hinten dran, mit diesen sternartigen Pieksern? Es hört sich an, als ob wir Handyman in Texas sind, Leute. Im Übrigen erinnert mich die Szenerie hier gerade ganz, ganz, ganz stark an den Aquarist-Simulator. Okay, Verträge sind hervorgehoben. Wir gucken da mal rein. Vertragsbrowser. Dies ist der Vertragsbrowser. Hier kannst du sehen, welche Verträge für dich verfügbar sind. Außerdem kannst du aktive Verträge kündigen oder beenden. Okay. Vertragsdetails. Kundeninformationen, das sind die persönlichen Daten deines Kunden, normalerweise nur sein Name. Anforderungen, alles, was der Kunde im Rahmen dieses Vertrages von dir braucht. Wünsche, was der Kunde wirklich mag. Wenn du diese erfüllst, verdienst du zusätzliches Geld. Und Budget, wie viel Geld der Kunde für die Aufgabe hat. Es ist möglich, das Budget um ein paar Dollar zu überschreiten. Na, das hört sich doch gut an. Kundenzufriedenheit. Die Kundenzufriedenheit steigt, wenn du die Anforderungen erfüllst und dabei das Budget und die Vorlieben berücksichtigst und die Qualität der Objekte, die du in der Wohnung des Kunden platzierst, im Auge behältst. Je zufriedener deine Kunden sind, desto mehr Aufträge erhältst du mit höheren Belohnungen. Macht irgendwie Sinn, ne? Ja, wir gucken mal. Also, wen haben wir denn da? Internetbrowser, contracts.com, klicke auf Take Job, klicke auf Auftrag annehmen vielleicht. Hätten sie nochmal die Übersetzung ein bisschen anpassen können. So, Tutorial, Renovation, Anforderungen, repariere das oder ersetzen Kühlschrank. Okay, repariere das oder ersetzen Kühlschrank, repariere das oder ersetzen Teppich, ersetzen Stuhl, streichen Küche, Vollküche. Jawohl, das soll er am Ende sagen, soll reinkommen, soll sich umgucken, soll sagen, boah, Vollküche, wie das hier aussieht. Alles klar, Wünsche, verwende eine BIOS-Marke. Was hat Computer eigentlich jetzt mit der Küche zu tun? Egal. Benutze rosa Farbe zum Streichen. Auftrag annehmen. Wir gehen da mal rein. Gucken uns das mal an, was er da für uns hat. Aha. Also ich komme mir momentan im ersten Moment ein bisschen vor, als würde ich Hausflipper spielen. Wahrscheinlich ist es aber nicht dasselbe. Nach dem Motto, okay, wir benennen es mal ein bisschen anders und packen da mal anderes Mobiliar rein und dann lassen wir den Typen da mal wieder ein bisschen handwerken. Vertragsdetails. Glückwunsch, du hast den Vertrag angenommen und wurdest zum Haus deines Kunden weitergeleitet. Hier musst du alle Anforderungen und Wünsche deines Kunden erfüllen.
Vertragsdetails. Jetzt ist es an der Zeit, den Kühlschrank so zu reparieren, wie dein Kunde es verlangt hat. Dafür hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du reparierst ihn selbst oder du ersetzt ihn komplett. Die Reparatur wird nicht immer erfolgreich sein, aber du kannst viel Geld sparen. Da du im Moment kein Geld hast, versuchen wir, den Kühlschrank zu reparieren. Drücke auf der Anzeige die linke Maustaste und wähle Reparaturversuch. Erstmal weiter, was haben wir hier noch? Zeitbeschränkungen. Jetzt, wo du deinen Vertrag hast, musst du wissen, was es mit den Zeitbeschränkungen auf sich hat. Zeitbeschränkungen sind Fristen und du musst deine Aufträge innerhalb dieser Fristen erledigen, sonst hat das Konsequenzen. Na super. Also nichts mit gemütlich. Leute, das wird nicht so einfach, wie ich dachte. Bonus-Strafe. Wenn du einen Auftrag 50% schneller abschließt, als es die Frist vorschreibt, erhältst du einen Geldbonus von 5% und einen Zufriedenheitsbonus von 5%. Wenn du außerdem alle Anforderungen und Vorlieben erfüllt hast, bekommst du einen Abschlussbonus obendrauf. Wenn du einen Job bis zum Abgabetermin fertigstellst, aber zu spät für die Boni bist, erhältst du nur die normalen Belohnungen. Aber Vorsicht, für jede Stunde, die du später bist, bekommst du 5% Abzug von deiner Belohnung und Vertragszufriedenheit abgezogen. Ganz zu schweigen von verärgerten Anrufen deiner Kunden. Na toll. Also mit anderen Worten, ein bisschen wie im normalen Leben auch, ne? So, machen wir das Tutorial mal aus. Was sollen wir jetzt machen? Finde den Kühlschrank und hier interagiere mit ihm. Ja, egal, wir suchen erstmal den Kühlschrank. Hier ist er nicht. Aha, ich habe schon gesehen. Da blinkt was durch die Wand durch. Das heißt, hier ist die Küche. Aha. So, Kühlschrank. Was steht da? Bandy? Landy? Nee, Bandy steht da. Hauptsache nicht Candy, sonst ist er leer nachher. So, drücke linke Maustaste zum Interagieren. Okay. Anforderungen Minispiele. Du musst zwei Dinge besitzen, um an Minispielen teilnehmen zu können. Erstens, die notwendigen Werkzeuge, um sie auszuführen. Jedes Minispiel hat seine eigene Reihe von Werkzeugen, die du brauchst, um es abzuschließen. Zweitens andere Gegenstände, sonstiges, die du brauchst, um es abzuschließen. Nägel, Verbindungselemente, elektrische Steckverbindungen. Okay. Du kannst dein Minispiel nicht ohne die benötigten Gegenstände spielen. Bei einigen Objekten fehlen Teile wie Schrauben oder elektrische Verbindungen und du musst sie mit den Gegenständen aus deinem Werkzeugkasten reparieren. Aha. Okay, mehr Infos bitte. Genau, Werkzeuge. Du kannst Werkzeuge über den Telefonshop kaufen. Wie cool ist das denn? Kommen die auch durch den Hörer? Werkzeuge gehen bei Gebrauch kaputt und müssen neu gekauft werden. Manche Werkzeuge sind haltbarer als andere, je nach Marke und Preis. Werkzeuge und sonstiges können in größeren Mengen gekauft werden. Je mehr du auf einmal kaufst, desto höher ist der Rabatt. Also solltest du alle Werkzeuge im Voraus kaufen. Also, Masse bringt's. Wiki, wenn du wissen willst, was du für ein bestimmtes Minispiel kaufen musst, kannst du das Minispiel-Wiki im Spiel konsultieren. Dort erfährst du, worum es sich bei dem Minispiel handelt, wie du es beenden kannst und welche Werkzeuge und Gegenstände du dafür brauchst. Also, Lexikon nachlesen, wenn das unklar ist. Reparaturwerkzeug fehlt. So, breche ab und halte Q gedrückt, um das Wiki, abbrechen und Q gedrückt halten, um das Wiki auszuwählen. Ja, hier haben wir Kühlschrank. Kaputter Kühlschrank, beschädigter. Was ist denn das? Ist das jetzt kaputter? Ich kann ja nicht mal zurückgehen. Wähle beschädigter Kühlschrank. Na gut. So, okay. Erforderliche Werkzeuge, ein Schraubenzieher und eine Schraube. Hier ist sogar eine Videodemonstration dabei. Wie cool ist denn das? Die Kabel des Kühlschranks sind alle lose. Ziel ist es, sie wieder anzuschließen und richtig zu verschrauben. Damit dieses Problem nicht wieder auftritt. Überblick, klicke auf jedes Kabel und bringe es wieder an seinen richtigen Platz. Schraube die Kabel mit dem Schraubenzieher fest, indem du ihn anklickst und die Maus nach oben oder unten bewegst. Aha. Da gibt es einmal eine Anleitung. Ja, Moment mal, wer sagt denn, dass ich das so überhaupt richtig hinkriege? Das sind ja ganz schön viele Kabel, die kann man ja versehentlich auch anders stecken. Ich wollte es nur sagen. Ach, herrje. Na gut, okay. Lass mal gucken, ob wir das hinkriegen. Merk dir die Werkzeuge, die du brauchst und schließe das Menü. Ein Schraubenzieher und eine Schraube. Reicht da nicht Panzertape? Ja, keine Ahnung, ob da Panzertape vielleicht auch reichen könnte, ne? Müssten wir mal erörtern. Warte, Telefon mit F. So, jetzt hier. Hallo.
Hallo, hallo, Werkzeuge. Ich hätte gerne einen so und einen so. So, kostet $12. Prüfen wir mal. Das ging jetzt einfach. Erster Werkzeugeinkauf. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade deinen ersten Werkzeugsatz gekauft. Jetzt warte darauf, dass es an deiner Tür ankommt. Warte, kommt das an meiner Tür an oder kommt das an der Tür von dem Typen an, bei dem ich gerade zu Hause bin? Ja, ich wohne normalerweise in der Hermannstraße, aber heute liefern sie bitte in den Gustavweg, ja? Danke. Die scheinen echt schnell zu sein hier, machen das bestimmt alles per Drohne. Im Tutorial geht die Lieferung schnell, aber bedenke, dass es normalerweise länger dauert, wenn du vergessen hast, die Einkäufe vor Vertragsabschluss zu machen. Ah, das macht Sinn, ja? Hol die gekauften Werkzeuge am Eingang ab. So, dann müssen wir hier wieder raus. Aha. Ist auch cool, wie die Einblendung so ist. Gefällt mir. Hat irgendwie ein bisschen was von irgendwelchen PlayStation-Errungenschaften. Das wird auch immer so seitlich eingeblendet. Aha! Ist das hier das Richtige? Ja. Werkzeugkasten. Um die geöffneten Werkzeuge zu benutzen, musst du den Werkzeugkasten in der Nähe des kaputten Objekts abstellen. Ach so, also tragen wir das Ding dahin. Ach so, hier ging's raus. Orientierung ist übrigens mein bester Freund schon seit Jahren, wollte ich mal anmerken. Ich bin absoluter Profi, was sowas angeht. Also, wir brauchen einmal das. Wie kann ich denn das jetzt nehmen? Klicke auf den Kühlschrank und versuche ihn zu reparieren. Ach so, mehr braucht es gar nicht. Das bleibt einfach da. Dann klicken wir da drauf. Versuchen zu reparieren. Jetzt geht's los. Minispiel, Kühlschrank beschädigt. Falls du dir das Video im Minispiel noch nicht angesehen hast, kannst du es im Wiki nachschlagen. Aha. Was? Habt ihr gesehen, wie schnell die Zeit abgelaufen ist? Das waren 5 Sekunden. Wer will denn in 5 Sekunden so schnell das alles machen? Reparatur fehlgeschlagen. Du hast es gerade nicht geschafft, das Objekt zu reparieren. Das Objekt bleibt kaputt, aber bleibe ruhig. Du hast noch einige Versuche, also versuche den Kühlschrank erneut zu reparieren. What? Alter, ich hatte ja gar keine Zeit. In der Zeit gucke ich mir erstmal das Ding an. Du meine Güte. Reparaturwerkzeug fehlt. Achso, jetzt muss ich erst wieder... Wow. Muss ich jetzt etwa wieder... Nein, oder? Überprüfe die Objekte um dich herum und schlage ihre benötigten Werkzeuge im Wiki nach. Das da sieht interessant aus. Der ist nämlich kaputt. Da gucken wir mal gerade. Beschädigter Mülleimer. Was gibt's darüber zu wissen im Wiki? Mülleimer beschädigt. Wo ist hier Mülleimer? Es gibt keinen Mülleimer. Mülleimer beschädigt. Hier ist doch definitiv ein Defekt am Mülleimer. Wieso ist der nicht da drinne? Farbrolle, Inventar, Wiki. Was zum Geier ist hier los? Da steht kein Mülleimer dabei, Leute. Dürfen wir nicht sauber machen. Alles klar. Dann bleibt's dabei. So. Oh je. Ja, nach dem Motto, aller Anfang ist schwer, haben wir auch hier entsprechend ein bisschen Zeit gebraucht, um überhaupt erstmal in das Spiel reinzukommen. Wie es weitergeht, könnt ihr euch in der nächsten Folge anschauen. Dann wird alles ein bisschen klarer und die Sachen werden auch etwas überschaubarer. Von daher, Dankeschön fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.